Mehr wie Jo Arbest hat den Edmarol kost für sein Buch und sein Film erst so bald wohl fertigzustellen. Das ist selbstverständlich, dass ein ötzig Kanal bei der Filmpremiere am Ariston dabei war. Mehr wie 120 Leute hatten den Weg an den Cine Ariston fand. Die meisten ganz bestimmt für den Edmarol sein Film erst so bald wohl am größten Ekran zu gesehen. Mir hat den aber auch festgestellt, dass auf diesem Abend Freunde und Kollegen profitiert haben, für sich herum zu sehen. Der 70-minütige Film als ein Dokument, zusammengeschnitten aus mehr wie 1600 Reportagen, die vom Ulrich-Kanal an den letzten 20 Jahren realisiert wurden. Die Reaktionen auf den Film waren dementsprechend zum Teil ganz sentimental. Wie hat dir der Film da gefallen? Wunderbar, wunderbar. Als Sascha fühlte ich dich daheim. Ah, immens gut, ich muss so. Ich hatte noch keine Zeit für DVD zu gucken. Aber wenn ihr da im größten Ekran seid, also den Marol seht, wird auch ein wunderbarer Abend gelegt. Also das wäre wirklich ein Erlebnis, ganz schön. Ne? Ein bisschen emotional schaubereiert gewesen, ich muss so, indem nur wer ein Bild dahinter so gesehen hat. Also nur nicht mehr von den Jüngsten in der Wohnung gewesen, aber tut mich aber schaubereiert, ja. Ganz gut. Viele schöne Souvenirs aus der Zeit. Sie sind groß gewesen, lange gelebt. Ganz schön. Ich bin begeistert von dem Film. Da war immens viel dran und ich schon mal reinke. Mit Golf hier am Ralentin reinke zu gucken. Weil das ist nicht alles so verdaut an der kurzen Seance. Ganz gut. Man hat einen typischen Witz eben. Ich lese keinen aus. Ganz schön. Viele Leute kennt, viele Erinnerungen. Ganz gut zusammengestellt. Als Escher finde ich sie ganz gut fand. Ganz, weil Heinz da ein bisschen zu viel Hektik dran. Okay. Aber das ist sekundär. Also ich meine, die Grundhaltung von dem Film war das, was wichtig ist. Ne? Also was ich schön fand, und das waren noch die Texte, die da gespielt sind. Am Anfang die mehr poetische Stelle, auch die drauf waren mit den Bildern. Das hat mir besonders gut gefallen. Das war ein fantastischer Film. Und ich war ganz beeindruckt, dass so viele interessante Leute mitgewirkt haben. Das war eine fantastische Idee. Wenn du ein Escher hast, dann bleiben die Escher. Ne? Ich liebe das nur noch meistlich, aber alle Menschen kommen ja ein, zwei Mal rauf, hier durch den Stütz zu treffen und auf den Gauge bist. Da sind wir dann auf der Station von Fossato di Vico, wo die meisten Leute als Eisengegend fortgegangen sind, fortgefahren sind, für ihre Plötzebus zu kommen. Den Film wurde angefangen mit Fossato di Vico. Und da ist sie mit Großeltern hier gekommen. Aus Italien. Und dort hat Nonno Antonio hat das Haus gebaut. An der Straße, die an Frankreich geht, und da steht Café de la Frontiera A. Bernabé. A heißt Antonio. Und da das mein Nonno. Wenn ich da lunch gehe, da fragt mich gefragt, da bin ich KBF, da bleibe ich in einem Stuhl. Und da kann ich recht weitergehen. Das wirkt also immer nach Matt. Ce samedi 2 juin 2000, les deux hauts fourneaux légitimes rendent imaginairement présent le pouvoir des arbêtes. Wer bille wenn er schon am meiste beandruckt? Hey Jeven, das war wirklich schön. Die drei Hey Jeven ein Gerümp zu gesehen, ne? Und noch gesehen, wie die Chinesen die an Schmeinland 3D aufgerappt hatten. Das sind schon alles erlebt, ich finde vis-à-vis. Ja? Komischerweise die von den Heijeven, weil mein Bob mir immer davon erzählt hat und ich mich aber nie so damals so viel interessiert habe. Und schon aber mal das Eisen da im flüssigen Format gesehen und fließen, so habe ich aber gefunden, hey, wow, das dort sind die Bilder, von denen der Bob immer erzählt hat. Die, wo die Leute, Volk kann ich so, wo die zu Wort kommen, wo die hier die Meinung konnten so, ne? Und das nicht gefährt ging, als weil das just das offiziell mit der anderen doch. Ja. Die von den Schmelzen und die vom Vereinsleben, weil ich selber auch da ein bisschen helfen. Ja. Zum Schluss natürlich unbedingt noch, dass er muss, kann das Material besser gehen als von den Belvallo, das modern gesagt. Aber war eigentlich alles okay. Für alle auch die alten Fotos und die alten Filme. So, war gut. Mit Bilder von der Stuhlindustrie natürlich, mit Vereinsleben und die Leute. Und dann noch die ganz
kulturelle Diversität ist. Seit so lange mal schon kannst du beobachten. Das ist einfach genial. Top. Hier le jeune se donne rendez-vous à la piscine du Heravaya. Ja, ich meine, wie bei Jit Verengem, die Bilder, die ihr uns kennt, erinnern, Sachen, die in dem Holz gesehen haben, die noch nicht mehr da sind. Aber wir hoffen, dass neue Bilder kommen und dass sie eine neue Geschichte schreiben werden. Den Film konnte ich leider just einmal am Kino gucken. Wenn ihr ihn aber trotzdem will gesehen, kann das Buch «Erste Belle Wahl» kaufen, bei dem ein DVD vom Film dran ist. Ihr könnt Buch bei der Edition Le Phare oder unter der E-Mail-Adresse uk@lge.lu bestellen.